Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play WWE 2K15, der Showcase-Mode. Beste Freunde, erbitterte Feinde. Ich bin Joshua und ich gucke jetzt mal, was hier Optionen ist. Okay, das lasse ich alles so. Blut ein, was soll denn das? Das ist mir mal gerade so aufgefallen. Gut. So, Leute. Diesmal packen wir es, okay? So. Das Match. Beste Freunde, erbitterte Feinde. Wir sind Triple H vs. Shawn Michaels um den World Heavyweight Championship. Three Stages of Hell. Das Video hatten wir, glaube ich, schon. The King of Kings. The Heartbreak Kid. Two Forces. Set to meet in a Three Stages of Hell match. Ja, doch, das hatten wir schon. Ja, ich will. So. Gut, jetzt habe ich es übersprungen. So, dann kommen jetzt die Entrances. Die können wir auch überspringen. Wenn es denn mal lädt. So, Entrance 1 überspringen. Wir haben es ja alles schon gespielt, ne? Ich war ja nur zu scheiße, um es durchzubekommen. Aber diesmal packen wir es, ja? Seid ihr dafür? Schreibt ja in die Kommentare, wenn ihr dafür seid, dass wir es dieses Mal packen. Ach ja. Ja, er macht sich lustig. Das hatten wir ja alles schon. Jetzt geht's los. So, ich muss mit einem Pedigree durch Pinfall gewinnen. So, alles geht in einem Streetfight, ja. Und wir haben trotzdem keine Waffen benutzt beim ersten Versuch, aber wir brauchen auch keine Waffen. Wir sind Triple H. Triple H ist stark, der kann das. Und direkt nochmal denselben Move, so, zack. Und zack, so. Machen wir direkt mal was, was gar nicht zu ihm passt. So. Jetzt dreht er sich einfach mal rum. Ja, das war dumm, ich war zu früh. Ja, egal. Und krack. Tot, nein. So, jetzt feiert der sich auch noch. Und jetzt stehe ich wieder und... Ah, kontert der einfach. So, ja, was soll ich denn noch so sagen, außer dir die ganze Zeit zack und bumm, wie ich sonst immer mache. Oh, und DDT, cool. Ist noch jemand auf meiner Seite und sagt, DDT ist cool. Steh auf! Leg dich hin! So. Und mit dem Knie in die Fresse. Ich hab gerade erst gesehen, ich komme gar nicht aus dem Ring raus, ne? Doch. Jetzt geht's. So. So, dann steht er jetzt mal auf. Genau. So, wahrscheinlich reicht einer noch nicht. Aber wir versuchen es mal. Boom. The game got the pedigree. Genau. 1, 2. Kick out bei 2, ja. Ja, ich kommentiere, ich spreche jetzt einfach die anderen nach und übersetze es. Wie richtige Profis das machen. Au. Er hat sein Comeback aber inzwischen verloren. Da, wieso dreht er sich immer um? Ah, scheiße. Also manchmal regen mich die Kommentare schon ein bisschen auf, ne? Out of nowhere. So, erstmal eine schöne Clothesline und jetzt ein paar Schläge ins Gesicht. Und mal schauen, ob wir ihn zum Bluten bringen, weil wir haben ja nach ewiger Zeit von Let's Play jetzt das Blut eingeschaltet, ne? Ja, und sorry, ich betone, was er macht mit meinen Worten. Wenn er Schläge macht, dann passe ich meine Worte auf die Schläge an. Er blutet. Das ging ja jetzt richtig flott, ne? Ja, mal schön gekontert. Mit einem Hammer-DDT, muss man einfach mal sagen.
So. So, und dann kommt auch jetzt schon der zweite Pedigree. Ich soll den ja ausführen und dann durch Pinfall gewinnen. 1, 2, 3. So, das können wir ja auch überspringen. Das hatten wir ja alles schon, ne? So, Spieler 1 ist nun Shawn Michaels, genau. So, blute ich noch? Ja. So, steh auf. Nee, nicht so. Nicht so. So, ha, da blutet er schon. So, dann macht das Spiel auch viel mehr Spaß, wenn denen das... Ah, wenn denen das Blut schon vom und am Stuhl klebt. Ach ja, so macht das Spiel viel mehr Spaß, ne? Au, jetzt hat er durch seine Macht den Stuhl aus dem Hell in a Cell befördert. So, ich muss eine Switch in Music ausführen. Dafür muss ich, soweit muss ich erstmal kommen. So, irgendwie hat mein Move gerade nicht geklappt. Ich habe gerade das Gefühl, dass mein Controller heute spinnt. Kein Konter, kein Konter. Ja, Show of Time, genau. Ich bin Dolph Ziggler. So, arbeiten wir mal weiter am Finisher, ne? So, mal ein Diving Crossbody. Und ein Elbow. Jetzt ist er auch schon im Arsch. Da können wir jetzt uns ein Signature zeigen. In die Ecke gehen. Und das ist ein echt hartes Match. Ja, können wir auch überspringen. Hatten wir schon alles. Eins. Ach, schade. Au. Ja, jetzt gewinnt er wahrscheinlich. Aber ich verstehe ja immer noch nicht, wie man durch Pinfall, also warum man das eingeführt hat, dass man bei diesem Spiel, durch bei dieser Art von Match durch... Ah, scheiße. Durch Pinfall gewinnen kann. Weil ich meine, der Witz an dem Match war es doch gerade, aus dem Ring zu kommen, oder? So. Best for Business. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das die Line von Triple H war. Oder von John Laurinaitis. Und der Sprung war ja mal scheiße. Nee, ich glaube, John Laurinaitis war was anderes. Irgendwas von wegen, dass er das für die Leute macht, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was John Laurinaitis Spruch war. So, Lou Death Press. So, Triple H, dann komm und... Oh, du bist doch doof. So, das wollte ich gar nicht machen. Ric Flair ist scheinbar schon tot. Auch gut. Nee, naja, gut nicht. So. 1, 2, 3. Gut, hoffentlich hat er jetzt den Finisher nicht noch, sonst hätte das mich ja jetzt was gekostet. So, jetzt sind wir beim Ladder Match. Ich bin Triple H. So. Und ich muss jetzt hier den Titel holen, ne? Das dürfte ja jetzt zu machen sein. Ah, aber zuerst braucht der Kerl hier mal kritischen Schaden. Ja, das dürfte ja auch nicht schwer sein. Wie sieht er denn aus? Oh, gut. Machen wir mal was gegen die Arme, ne? Heißt das jetzt eigentlich, dass irgendwas kritisch sein muss? Also wenn ich jetzt nur seine Arme rot mache, reicht das schon. Und noch ein paar Schläge in die Fresse. 1, 2, 3. Ja gut.
Vintage Triple H. Ja genau, ich lasse die Leiter einfach drin. Die brauche ich ja gar nicht. So, erstmal mit dem hier raus, ne? Wenn ich sage, du sollst raus, ne? Dann meine ich das auch so. So. Raus. Hoch. So, jetzt zeige ich euch ein Pedigree. Und dann liegt er mal für ein paar Minuten. Oh, jetzt bin ich schon ziemlich fertig. Ja gut, So, jetzt, ich gucke mir das gerade selbst nochmal an, weil ich nicht mehr weiß, was passiert. Ah ja gut, ich weiß es. Er liegt unten. Weil er ist durch die Tische gefeuert worden. Ah. Komm. So. Es ist Zeit, das Spiel zu spielen, ne? Mein Spiel. Es geht nur um das Spiel und ich spiele. Na gut, er hat noch das blutende Gesicht, dann machen wir mal weiter. Jetzt kommt bestimmt eine Zwischensequenz. Oder auch einfach nur ein Ladebildschirm. Wir mögen beides. After months of bitter, intense battles, Armageddon seemed to put a bookmark in the chapter of Triple H and Shawn Michaels. But there was certainly no rest for the weary. Just as The Game and HBK were at their most vulnerable, other superstars were making their play to capitalize. HBK really does stand for Has Been Kid. Chris Jericho set his sights on ending the career of his childhood hero, Shawn Michaels. Meanwhile, Booker T challenged Triple H for the coveted World Heavyweight Championship. Triple H may be looking at the next heavyweight champion of the world. Both rivalries would culminate in two epic encounters at WrestleMania 19. Michaels with a roll up. Yes. And a grand. And it's over. But it wasn't until the night after WrestleMania that The Game and HBK would cross paths again, granting a voice of reason to emerge from the shadows. You guys are my friends. We gotta get this together. You gotta know something, man. It ain't never gonna be over between me and Shawn Michaels. You've gotta make a choice. It's either him or me. Triple H, defiant in his ways, refused to see the light, and tensions would again flare. Thank goodness for Nate and Jericho. They stopped Shawn Michaels at the very, very last second. There's Kevin Nash. Triple H is trying to explain to Nash that Shawn Michaels kicked Triple H. What? What the hell is that about? There's got to be a method to the madness of the game. In the backlash of the destruction, Triple H and Shawn Michaels would be joined by four top contenders in a three-on-three six-man tag team matchup. What a night it's going to be Sunday at Backlash. Das sieht doch mal gut aus.